Jawohl, hallo und recht herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge von Let's Play Pokémon Schwert, The Isle of Armor. Ja, wir sollen 150 Dick das finden im Spielverlauf. Hallo. Okay, ich habe Angst vor sowas. Da ist ein Dick da, da ist ein Dick da, da ist ein Dick da. Aber wir laufen. Hallo. Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden, du blöde Hoppblase! So. Schnappen wir uns die Energie. Ist richtig cool. Ist halt schön, dass wieder Pokémon da sind, die man schon kennt. Ich meine, ich finde die neuen auch toll, um Himmels Willen. Ich werde die neuen da nicht auf gar keinen Fall irgendwie angreifen oder sonst was. Ich mag die neuen wirklich gerne. Aber dennoch habe ich mir gedacht, neues Abenteuer, ein paar neue Pokémon schaden vielleicht nicht. Du hast aber ein cooles Fahrrad. Wenn du willst, kann ich das extra für dich ein bisschen anpassen. Bist du ein Fahrradanpasser? Oh ja. Hat sie mir ein Fahrrad gerade schwarz gemacht? Oh damn. Mega cool. So. Wir sind da. Oh je, dann ist der neue Schüler also wieder nach Hause gegangen. So sieht's aus. Dabei habe ich extra den langen Weg auf mich genommen, um ihn abzuholen. Nach unserem Kampf ist er ganz plötzlich niederschlagend davongelaufen. Ach, wie schade. Ich hatte mich so darauf gefreut, ein neues Mitglied in unsere kleine Familie aufnehmen zu können. Oh. Hm? Bist du der Neue, der heute unserem Dojo beitreten wollte? Ich wollte nicht niemandem beitreten. Aber ja, genau das ist er. Da hat er wohl seine Meinung geändert. Welch ein Glück. Ach weißt du, ich bin ja so froh, dass wir uns jetzt doch so schnell wieder wiedersehen. Ich freue mich auch sehr, dich kennenzulernen. Wie war doch gleich der Name? Ich heiße Matze. Aber klar doch, Matze. Wobei, irgendwie sagt mir der Name nichts. Ach, das wird schon stimmen. Was? Ich bin Champ von... Was? Ich heiße jedenfalls Enir und bin die Hausherrin des Master Dojos, während mein Mann es leitet. Aber wir sind hier alle wie eine große Familie. Du kannst mich daher einfach Enir nennen. Krr, was macht der denn jetzt hier? Ich habe ihm doch gesagt, er soll sich vom Dojo fernhalten. Ja. Du fliegst doch auf, dass ich geflunkert habe. Diese liebenswerte Sonderling ist Sephora, wie du mittlerweile schon weißt. Sie hat es sich zum Ziel gemacht, Arenaleiterin zu werden und trainiert dafür bei uns. Ich hoffe, dass ihr zwei gute Freunde werdet. Aber klar doch. Ach, wie unhöflich von mir. Ich kann doch einen Gast, der sich erschöpft von einer langen Reise ist, nicht so lange draußen stehen lassen. Bitte komm doch mit ins Dojo. Ignoriere einfach den leichten Schweißgeruch. Okay. Wag es ja nicht, mich bei Enir wegen der Sache an der Station zu verpfeifen. Sonst kannst du was erleben. Oh, hast du eine Ahnung? Dem Champ droht man so einfach nicht. Wer bist denn du? So. Dann haben wir ein paar neue Personen schon mal kennengelernt hier. Sieht übrigens mega cool aus. Ich mag diesen Stil. Okay, kommt man nicht so. Ich mag diesen Stil echt gerne. Taugt mir. Sehr cute. Da ist ein Dick da drin. Dann legen wir ein paar Pokémon rum. Die nehmen wir natürlich mit. Fokusstoß. Nette Attacke. Ich weiß natürlich auch schon, welche Weiterentwicklung ich von unserem Spezial-Pokémon dieses DLCs haben will. Und es wird definitiv der fokussierte Stil. Galarnus-Zweig. Ein Zweig eines Baumes namens Galarnus, der in den Hallen der Galarregion wächst. Er dient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Dick da? Meinst du, ich sehe dich nicht? Deine Haare sehen leider nicht aus wie Gras, mein Freund. Wailord liegt immer noch vor Anker. So.
Dann würde ich sagen, fucken wir nicht herum, rein. Alle meine Herren, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier ist Matze, er wird ab heute gemeinsam mit euch trainieren. Willkommen im Master Dojo! All unsere Schüler trainieren stets fleißig und ernsthaft. Sie sind mit Herz und Seele dabei. Du stehst nicht in meiner Schülerdatenbank, aber du stehst in unserem Dojo. Ach, das sieht man aber selten, dass du ein Neuling begrüßen kommst, mein Schatz. Das ist mein Sohn Hortensio. Bist du ein Systemfehler oder so? Hier, das solltest du mal ausprobieren. EP-Pin. Du verschaust dich mit einer Basis-Tasche. Ein Glücksbringer, der Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten lässt. Im Inneren scheint eine Art Maschine zu stecken. Da steckt von mir entwickelte Technologie drin. Spiel also ja nicht darin rum, sonst machst du es nur kaputt. Er ist ein geschickter Bastler und tüftelt allerlei Dinge aus. Ich bin so stolz auf ihn. Und der umwerfend gut aussehende Herr dort hinten ist mein lieber Ehemann. Er leitet das Master Dojo. Hallöle, ich bin der Maastricht. Bei Pokémon-Kämpfen bin ich zäh wie eine Schuhsohle. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen. Schankedön, mich freut's auch. Hey, du bist auch eine Ulknudel, was? Das gefällt mir. Mein Mann erlaubt sich gerne mal einen Scherz, aber lass dich davon nicht täuschen. Wenn er ernst macht, ist nicht mit ihm zu spaßen. Also dann, Liebling, den Rest überlasse ich dir. Jawohl, ja. Ach, auf den nächsten Teil freue ich mich immer am meisten. Wir zwei legen jetzt nämlich ein kleines Kämpfchen aufs Parkett. Ich muss schließlich herausfinden, was du so auf dem Kasten hast. Bist du bereit? Sag Bescheid. Wir haben 5 Pokémon dabei, oder? Könnten noch eins mehr mitnehmen. Aber er wird nicht so viele Pokémon haben. Auf geht's. Na, bist du bereit für unseren Kampf? Die anderen alle Level 60 waren. Vermutlich nicht, dass er erst Level 70 haben wird. Gut, dann kann ich ja losgehen. Zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Dojo-Meister Maastricht fordert dich heraus. Linfu. 2 Pokémon sein. Kampf. Gegen Gortron. Jawohl, ja, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Trommelschläge, Gortrum, los! Mogelhieb, gute Attacke. Nochmal Trommelschläge. So. Zeraora erreicht Level 59. Shinux, ein Elektro-Pokémon. Pokémon wechseln. Du bist dran, lieber Lauf. Hohoho, da hast du mich aber ganz schön in die Enge getrieben. Shinux. Shinux kommt also jetzt schon zurück. Das heißt, wir müssen uns bald ein Shinux fangen. Und für Shinux werden wir beim nächsten Mal brauchen. Im nächsten DLC. Feuerball. Shinux wurde besiegt. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Dankeschön, Meister. Mein Meister. Hoho, ein Satz mit X, das war wohl nix. Oh, die hinten ist ein bisschen überrascht. Du hast einiges auf dem Kasten. Der Meister hat zwar nicht alles gegeben, aber trotzdem kann ich es kaum fassen, dass der Neue gegen ihn gewonnen hat. Wer ist der bloß? Ich bin der Champ eurer Region, wie könnt ihr das nicht wissen? An deinem Kampfstil erkennt man, wie viel Fürsorge du deinem Pokémon entgegenbringst. Es mag vielleicht sein, dass du nur versehentlich bei uns gelandet bist, aber solange du bereit bist, hart zu trainieren, bist du hier im Master Dojo stets willkommen. Trainiere fleißig an der Seite deiner Mitschüler. Helft einander dabei, stärker zu werden. Okay, Se?
In diesem Sinne, hier ist ein Dojo-Set. Ich glaube, es ist tatsächlich so geplant. Oh mein Gott, unsere Frisur. Mit dieser Kleidung bist du jetzt offiziell ein Schüler des Master-Dojos. Hey Neuling. Wenn du dich umziehen möchtest oder eine kurze Pause brauchst, kannst du das Zimmer da drüben nutzen. Ich möchte eine neue Frisur. Ach, ist das nicht dufte? Mit der Ankunft von Matze haben wir endlich die maximale Schüleranzahl erreicht. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens oder zumindest des Trainings. Jedem von euch werden nämlich 3 Prüfungen gestellt. 3 Prüfungen? Ach, wir haben auf eine bestimmte Schüleranzahl gewartet? Wer alle 3 Prüfungen bestanden hat, erhält die Geheimrüstung des Dojos, mit der einem jeder Sieg sicher ist. Eine geheime Rüstung, die muss ich haben. Hehe, das hört man gerne. Dann erkläre ich euch jetzt, was es mit der ersten Prüfung auf sich hat. Aber, Meister, ich habe noch gar kein Dojo-Set bekommen. Es ist so unfair, dass er 1 bekommen hat. Das macht mich echt traurig. Ach, habe ich das tatsächlich vergessen. Hoppala, mein Fehler. Aber keine Sorge, ich habe noch ein Set für dich, Sephora. Hehe, hatte ich jetzt als ich aus. Alter, Fleck! Wie, was war das denn? Nein, es ist weg. Mein Dojo-Set ist weg. Mann. Fleckmann. Was für ein Tempo. Waren das eben etwa diese Fleckmann? Ich habe nie so flinke Fleckmann gesehen. Hey, gib mir sofort meine Dojo-Klamotten zurück. Fleckmann. Mann. Okay. Hier geblieben, ihr Diebe. Ups, da habt ihr... Habe ich sie wohl etwas zu früh aus ihrem Pokéball gelassen. Meister, was war das eben? Das, meine Liebe, war der Startschuss zur ersten Prüfung. Es geht darum, diese 3 fantastischen flinken Fleckmon, die ich eigenhändig trainiert habe, einzuholen und zu besiegen. Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich sofort das Dojo-Set zurückholen. Was? Gut, alle Klarheit beseitigt, dann macht euch mal auf die Socken. Zuckerkeks. So. Ja. Warte mal. Ich werde sie wieder wechseln, keine Angst. Ich will eigentlich mal meine alte Frisur wieder zurückhaben. Dankeschön. So. Genau, also ich werde mich schon anpassen, Outfit ändern. Ich möchte nur meine Haare behalten. Genau. Weil diese Dojo-Schuhe auch irgendwie weird sind. Was hatte ich denn davor für welche? Challenger. Ja, wir bleiben bei den Sneakern. Oder haben wir irgendwas Gelbes vielleicht? Warum ist die Stein eigentlich schwarz? Jawohl, ziehen wir die an. Jawohl, auch mal eine neue Tasche. Strickmütze kriegen wir nicht. Die Dojo-Handschuhe, genau, passt. Ja. Nein, Liga-Karte bleibt, wie sie ist. Genau, so, haben wir coole Frisur, ein neues Outfit. Hey, damit müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen sein. Da muss ich nur noch den Kopfknopf hier drücken. Oh, er ist stehen geblieben. Ihm scheint es an Strom zu fehlen. Da müssten wohl ein paar Watt her. Wir sollten uns vielleicht mit der Hortensio anfreunden. Das ist vielleicht gar nicht so falsch. Für die erste Prüfung muss den fantastischen flinken Fleckmann hinterherjagen. Vergiss nicht, ihn bei der Gelegenheit auch gleich das Dojo-Set wieder aufzunehmen. Man sieht sich. Er spielt Switch. Was spielt er?
Er schiebt Mario. Lol. Okay, das ist witzig. Kleiner. Und hat sie MP bisschen nicht erwiesen? Ja. Das ist das nötigste technische Verständnis, meine Erfindung schätzen zu können. Kemmer, sie ist mit Sicherheit der größte Durchbruch des Jahrhunderts. Ich nenne sie den Urgelmator. Der Urgelmator wird unsere Forschung des Recyclings revolutionieren. Es gibt da nur ein Problem. Ihm ist leider Strom ausgegangen. Ich brauche einfach nur genügend Watt, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Aber meine Mom will mir von ihm partout nichts abgeben. Nehmen Sie. Den Urgelmator einspeisen, jawohl. Machen wir her. Zeig mir her, was da so drauf hat. Der Urgelmator. Hey, perfekt. Wenn du 4 Items, die du nicht mehr brauchst, in Urgelmator gibst, erschafft es daraus ein neues Item. Du könntest zum Beispiel versuchen, den Bäumen der Rüstungsinsel wachsen. Ah! Danke. Sehr praktisch. So, auf geht's. Wir müssen die Fleckmon finden. Aufgabe 1. Und sie warten direkt vor der Tür. Ah, sie laufen weg. Okay. Na gut, auf geht's. Findet die Fleckmon. Ah genau, apropos auf geht's. Damit das Ganze ein bisschen spannender wird. Ich bedanke mich bei Gortrom. Nicht wundern, dass mein Intellion von Schild. Ich bedanke mich bei Gortrom, denn du wirst jetzt erstmal raus dem Team fliegen. Bewegen. Wie bescheuert. Zeraora. So, ihr wechseln. Auf geht's. Vorerst. Oh, habe ich eigentlich irgendwelche Level 60 Pokémon, die ich zufällig noch dazu werfen kann für Training? Aus vorherigen Generationen. Fuego 67, Raichu 69. Nee, ist halt alle zu stark. Ja, ich auch nicht. Barrikadax hat Level 54. Nein, wir haben gesagt, wir machen ein neues Team. Waren meine Worte. Wir halten uns dran. Auf geht's. Balsamsumpf. Da hinten noch eins rum. Bisofunk. Oh Mann. Kannst du denn wegfliegen? Ja, nein, kannst du nicht. Insekt. Das ist Vampir und Skora. Schlurp. Warte mal. Hallo. Stopp. Oh, eins verlassen und blinkt weg. Mal besiege es, um den Dual-Set zurückzuhalten. Jawohl. Lieber Lo. Vom Typ Psycho. Das Regen kann sein, das heißt, die Feuerattacken werden schwächer. Nee. Wenn sie nicht regnen muss. Okay. Beste Attacken, die wir haben. Oh. Ah ne, hat nicht funktioniert. Jawohl. Gut, dass wir kein Kampf-Pokémon sind. Sehr schön.
Schon ein paar Erfahrungspunkte. Fleck. So, die Dojo-Jacke. Uferkraut. Was ist das denn für eine Höhle? Ja, das eine, was hier war, habe ich besiegt. Kämpfergrotte. Krakelo, Flummel, Flitiamo, Schmerbe, Enteron. Trainer, glaube ich. Ne? Nein, hier immer noch kein Galarflampion. Holy. Nein. Wir schauen, wo wir sind auf der Karte. Oh, wir sind einfach mal kurz da hinten. Ups. Okay. Dann nicht, zieh zurück. Oh, Fiaro. Dann nehmen wir einfach den ganzen Watt mal mit hier. Okay, der rast hier rum und dann einmal um den Teich. Erwischt. So, Libelo. Risikotackle. Danke. Sieht normal an. Und dann wirkt es mehr. Guck an. Nochmal. Und bumm, weg ist es. So, weitere EP. Dojo Shirt und Short haben wir jetzt schon. Was habe ich gesagt? Die erste Folge wird ein bisschen länger und die ersten beiden Folgen werden jetzt hier gerade ein bisschen länger. Hallo, Dressella. Da gefunden. Da hinten ist der letzte. Das ist ein Durchgang. Ich finde es echt cool gemacht. Alter, das ist, ja, das ist der Wald. Du hast das Focus Forest. Tarnpignon. Oh, richtig cool. Alter, mega schön, mega schön. Emolga! Warum hätte man sowas nicht in den Baum reinsetzen können, vorhin statt wieder ein Raffel hier? Wir haben nichts gegen Raffel, um Himmels Willen. So, wir stellen uns jetzt hier hin. Vielleicht stellen wir uns auch hier hin. Das ist ein Scharnierer.
Hallo. Und das dritte Fleckmon. Wir bleiben bei Risikodeckel. Nachdem uns Fleckmon immer so toll heilt. Nochmal Risikodeckel. So, dann haben wir das ganze Outfit-Set wieder. Jawohl. Wieso Funk? Boah, übertrieben. Aber sehr cool, sehr cool. Genau. Und damit endet die zweite Folge hier vom Kampfdojo, nachdem wir es abgeschlossen haben. Was passiert, wenn wir die Sachen sofort zurückgeben und an den an Meister Maastricht geben? Sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Ciao und V und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Schwert. Dem DLC der Insel der Rüstung. Ciao und ciao.